Also es ist eigentlich eine lange Reise, was Nachhaltigkeit betrifft in der Schmuckbranche. Und die Schmuckindustrie hat sich in den letzten 10, 20 Jahren da eigentlich sehr aktiv drum gekümmert, um da auch Lösungsansätze zu finden. Und ich denke mir, die Reise in den nächsten 10, 20 Jahren, da gibt es doch noch einen Weg, den man da gehen muss, um konkreter Lösungsansätze finden zu können. Also wenn man sich Schmuck oder Uhren überlegt und auch wirklich Luxus, dann sind es eigentlich Produkte, die man nicht jeden Tag braucht. Und dann wäre das doch toll, dass man diese Produkte dann auch mit einer Story und mit einer krediblen, also Traceability, durch die Supply Chain bringen kann, dass es wirklich auch einen positiven Impact haben kann weltweit. Was jetzt die Chancen betrifft, gibt es einige Studien in den letzten Jahren, die gezeigt haben, dass Millennials oder auch jüngere Konsumenten sich doch sehr dafür interessieren, woher kommt mein Schmuck, woher kommen die Produkte, und dass sie eigentlich Antworten auf diese Fragen wollen und dass da auch der Druck oder vielleicht eher die Nachfrage immer weiter steigt von jungen Konsumenten, dass sie sagen, okay, wenn ich schon einen Goldring oder einen Schmuck oder eine Uhr kaufe, dann will ich auch gern wissen, woher die kommt und wie sie produziert worden ist. Ich denke, es ist wichtig, jetzt an Trade-Shows oder auch an verschiedenen Konferenzen weltweit über die letzten 10, 20 Jahren, dass es doch einen regen Austausch gibt über diese Themen, weil das sind keine einfachen Themen. Und es ist auch gut, dass man diese Themen besprechen kann, also im Trade, im Fachhandel, dass man da wirklich auch auf kritische Punkte eingehen kann. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, es gibt nicht eine Lösung, um jetzt Nachhaltigkeit zu lösen in der Branche. Und es gibt viele gute Lösungen und Lösungsansätze, und diese muss man wirklich breit diskutieren mit möglichst vielen Partnern, dass man schauen kann, wie geht man eigentlich als Uhren- und Schmuckbranche generell vorwärts mit dem Thema.